Okay, jetzt habe ich sie aber. Die paar hier. Oh, das war nicht ganz sportlich, das Überholmanöver. Stellen wir wieder ein bisschen zurück hier. Fett können wir noch lassen. Ich will mein Benzin runterfahren. Reifen sehen sehr gut aus, hat er gerade gesagt. Das freut mich doch zu hören. Meine Reifen sehen eigentlich auch noch gut aus, aber... Frontflügel halt nicht. Ja. Die älteren... Die nächsten gelben Reifen sehen dann bestimmt später auch noch gut aus. Dein Frontflügel ist halt das Problem, sonst hättest du auch noch fahren können. Wie viel Tag bist du? Ja, genau. Dritter. Okay. Vor dir? Harris ist vor mir. Und? Das weiß ich nicht, wer Erster ist. Ja, wenn du Dritter bist, zeigst du alles an. Ja, naja. Mir zeigt's an, wer Zweiter und Vierter ist. Ja, das war aber anders. Nee. Das war immer so, wenn man Dritter war, dann wird Erster, Zweiter und Dritter angezeigt. Nein. Doch. Wenn man Erster ist, wenn man und wenn man Zweiter ist. Aber nicht, ich wenn man Dritter auch, ist. Wenn man Dritter ist, ziemlich sicher. Nee. Nein. Das war nicht so. Junge, wieso seid ihr schneller als ich? Junge, die haben Crash gebaut. Wegen Bottas. Bottas wurde auf einmal langsamer irgendwie. Dadurch habe ich richtig Plätze aufgeholt. Das hört sich gut an, wenn Mercedes irgendwas... Ah, nee, er fährt wieder ganz normal, aber irgendwie hat er gerade Probleme gehabt. Ich habe Bottas überholt, bin jetzt Elfter. Ich habe dadurch richtig Abstand gewonnen. Was heißt Abstand gewonnen? Die überholt, meine ich. Plätze gewonnen. Sehr gut. Weil der andere ist im Hinten drauf gefahren, also irgendein Typ Bottas. Und naja, dadurch... Ja. Jetzt bin ich hinter Sirotic, ne? Sirotkin. Ja, ich muss das noch rauskriegen. Ich kann nicht so schnell lesen während dem Fahren. Das ist unpraktisch. Und es laggt auch wieder ein bisschen. So, jetzt bin ich direkt hinter Perez. Probier den so zu überholen, das hat nicht ganz funktioniert. Das ist nicht gut, er kickt mich. Ich fahre wieder lieber zurück, ich lasse ihn. Ich lasse ihm die Position, das machen wir jetzt nicht. Junge, er fährt zu langsam. Sorry, Perez. Sainz ist auf Platz 1. Alles klar. Ja, läuft ja. Einmal und nie wieder. Okay, ich bin 10. Puh. Dieses Rennen läuft vielleicht ein bisschen besser als die anderen. Ich bin 2. Ja, bei dir läuft es ja sowieso gut. Gut, letzte Folge, ja. Aber... Da lief es richtig gut. Eigentlich lief es gut. Eigentlich. Hätte gut laufen können. Selbst nach dem ersten Unfall hätte es gut laufen können. Sogar nach dem zweiten Unfall. Okay, jetzt fahren wir hier an die Box, ne? Sainz und Perez und noch ein anderer. Es fahren noch ein paar an die Box, sehe ich gerade. Ich fahre nächste Runde an die Box. Vor mir fährt auch noch einer. Wo auch immer das war. Alter, ich habe jetzt wieder dieses komische Quietschen beim Lenken. So dumm. Fahren die denn? Der fährt weiß. Sainz fährt weiß jetzt. Der macht nur einen Boxenstopp, weil er ist ja so spät gefahren eigentlich. Der geht jetzt, aber na okay, dann hat er gelb. Ah, okay. Gelb-weiß. Gelb-weiß. Und er darf jetzt aber nicht nochmal gelb fahren, weil ich will ja jetzt eigentlich in der nächsten Runde. Er hat jetzt weiß auf weiß gelb gewechselt, also er fährt ja, jetzt durch. Ja, ich wechsle. Ja, ich weiß. Man könnte... Laut der Box müsste man ja jetzt eigentlich auch schon mit Gelb durchfahren können, weil die wollen mich ja jetzt auf Gelb wechseln. Und ansonsten in Runde 15, also 2 Runden mehr oder weniger, das macht's ja jetzt auch nicht fett. Aber wir waren schon mal alle an der Box und er glaube ich nicht. Ja, ja, ich weiß. Alter, Leclerc ist 2. Platz und wenn der jetzt nicht auch mit an die Box geht, überholt der mich. Er könnte mich auch in der Box eigentlich überholen, weil ich Frontflügel wechseln muss, aber ich glaube, ich habe genug Abstand. Wann gehst du? Jetzt, ne? Jetzt. Komm. Sainz, warum gibst du mir kein DRS? Raikön Platz 2 geht nicht an die Box. Leclerc geht aber an die Box. Das war jetzt nicht so geil, hätte ich lieber in... Hamilton ist jetzt auch an mir vorbei. Oh, den habe ich ein bisschen weggecheckt, sorry.
8 Sekunden hat der Boxenstopp gedauert. Wow. Ich zieh, glaube ich. Und Leclerc hat mich in der Box. Ich zieh auch an dir vorbei, glaube ich. Ja. Bist du an mir vorbei? Ja, ja, ja. Wie viel Platz bist Vierter. Du? Vierter. Nice. Ja, ich muss halt nochmal in die Box, aber es ist eigentlich ganz okay, das Rennen bisher. Hülkenberg ist ultra weit weg. Bottas kassiert. Hülkenberg war noch nicht an der Box, ne? Weiß ich nicht. Ja, du hast ja vorhin irgendwas gesagt. Dachte, du hast ihn auch erwähnt. Ne, Hülkenberg habe ich nicht erwähnt. Das war der andere Renault-Fahrer, den ich erwähnt habe. Das war Sainz. Ja. Der war noch nicht an der Box. Ja, den habe ich ja sowieso schon überholt, ja. Ja. Zwar nicht krass, aber ich habe ihn überholt. Oh Gott, aber es ist schwierig. Also dieses F1 ist ultra schwierig. Es macht mir das Leben schwer. Ist ja sowas von anstrengend. So, Hülkenberg fährt jetzt. Ich habe wieder auf die Karte geguckt und bin nicht so geil gefahren. Hülkenberg fährt, ich überhole den Hamilton jetzt vor mir. Das war nicht so geil gerade, die Schnecke. Du bist jetzt auch hinter mir. Also vor mir Hamilton und ganz vorne dann wahrscheinlich Vettel, ne? Oder? Nee, Räikkönen. Räikkönen, echt? Ja. Oh, was macht der denn, hä? Warum ist der denn so krass? Wenn ich was verstelle, dann schaue ich immer alt aus in den Kurven, ey. Könnte eine lila Zeit machen, aber ich glaube, ich schaff's nicht, weil die Kurve gerade schlecht war. Willst du vorbei? Ja. Ja, also ich fahre eh an die Box, also nur könnten auch auf safe machen. Wow. Okay. An die Box, passt schon. Fahr ein bisschen weiter drüber. Hilfe. Zieht er direkt vor mich. Richtig geil. Okay. Puh. Hamilton war auch an der Box. Oh, und eine schnellste Runde ist es trotzdem noch geworden. Krass. Obwohl ich muss den Akku wechseln jetzt ganz schnell. Ist schon wieder leer, Alter. Ist doch gar nicht. Das ist nicht optimal. Räikkönen, ey. Krass, wie weit er vorne ist. Ich lass einfach mal den Bot fahren kurz. Geht leider nicht anders. Aber wir müssen ja zum Glück noch alle einmal an die Box, das heißt... Ist eigentlich alles noch im grünen Bereich, sogar eigentlich ein guter grüner so, Bereich. So, ich schwitze ultra hart, es ist richtig warm gerade wieder. Und ich bin 9. direkt hinter Hamilton. Hamilton war anscheinend auch in der Box. Räikkönen müsste jetzt eigentlich diese Runde reingehen an die Box. Der war nämlich eigentlich auch noch nicht. Wenn doch, ist er krass gefahren. Dann würde ich mich noch richtig crazy mit dem Battlen, aber ich glaube, ich müsste eigentlich fast den Boxenstopp rausgefahren haben. Schauen wir mal. So, jetzt nehmen wir wieder auf, perfekt. Jo, Räikkönen an der Box. Okay, sauber.
Das ist gut für dich, ne? Das ist gut für mich, ja. Okay, mal gucken. Bin jetzt neunter, wie gesagt. Ich weiß nicht, wer noch fährt, wer nicht. Also ich fahre angeblich jetzt, also nicht nur angeblich, sondern mein Plan ist jetzt durchzufahren. Ich bin erster Platz. Also ich habe es alles selber in der Hand. Sainz auf Platz 2. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, der war immer noch nicht an der Box. Er hat doch auf Weiß gewechselt. Stimmt. Wow! Okay, das ist verrückt. Der muss nicht mehr an der Box, der ist auf Platz 2. Aber Raikön ist nur 3 Sekunden hinter ihm, also der wird das nicht halten können. Nee, das glaube ich nicht. Also wir haben hier keine so dominierende Mercedes-Fahrer. Nee, das ist aber auch einfach gut. So viel crazy Zeugs passiert. Das ist aber auch passiert. Gut, das ist ein bisschen realistischer, denke ich. Also nicht ganz, nein, echt, hauen die eigentlich nicht auf. Ganz, aber ein bisschen Abwechslung muss schon sein, also finde ich schon. Ja, finde ich auch gut. Das ist auch gar nicht so gravierend, wenn man mal selber irgendwie ausfällt, weil man irgendwie weggefickt wird oder selber seinen Reifen kaputt macht. Beides schon passiert, ne? Oh yep. Gott. Aber ich muss noch ordentlich aufholen, sonst schaffe ich hier nur 9. Platz. Das wäre nicht so geil. Ich weiß nicht, wer noch an die Box fahren muss, der noch vor mir ist. Es sind ja noch ein paar also Hamilton vor mir, aber... Raikön auch nicht. Kann ich dir schon sicher sagen, bei den anderen weiß ich es nicht. Ja, das hätte ich... Aber komm, die packst du. Ich hoffe. Du kannst ja nicht neunter werden. Ja, bisher war ich ja immer gar nix. Vettel jetzt übrigens direkt hinter mir. Also auf Platz 10. Krass, was Vettel macht diese Saison, das ist schwach. Das ist verrückt. Schwach bisher. Ich muss mich einfach an dem Tempo von Hamilton dranbleiben, mit dem messen ein bisschen. Und dann hole ich die anderen automatisch auf, habe ich irgendwie so das Gefühl. Weil wir kommen Nein. schon an die anderen ran. Ich muss an die Box. Oh, fuck. Ach, warum denn? Das ist gar nicht gut. Lol, Alter, ich glaube, da habe ich mich noch nicht mehr in F1 2017 rausgedreht in der Kurve. Welche war das denn? Die vor der... Diese fast Kreiskurve da vor der langen Geraden. Vor der langen Geraden. Wenn man links einlenken links, muss. Links, okay, ja, da war ich gerade. Aber. Boxenstopp. Okay, das wird jetzt aber kritisch für dich, ne? Weißt du schon. Aber wir geben richtig Gas hier gerade. Ich weiß. Ich krieg wieder kein DRS. Und Hülkenberg schon, der zieht mir jetzt weg. Sag mal, warum? Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht damit, dass ich jetzt auf Ultrasoft wechsle. Warum? Ich verstehe das nicht. Ultrasoft ist lila. Lila. Ich hoffe, das war nicht zu optimistisch, damit jetzt zu Ende zu fahren. Also jetzt kriege ich Alter, DRS, willst du mich ficken? Das sind aber viele. Junge, 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 shit. Hi. Ich bin direkt hinter dir. Ach, kacke. Kannst du auch mit mir das überholen. Das ist jetzt aber ärgerlich. Ja, da fahren viele weiß und das kriegen wir schon hin. Ärgerlich ist es, das ist klar, aber... Wenn man überhaupt weiß fahren kann, finde ich krass. Lila, rot, gelb und weiß, das sind ja 4. Junge, ich glaube, das war nicht gut, dass ich auf lila gewechselt habe. Och, ach. Womit haben wir uns qualifiziert? Wir haben lila, uns mit lila ja. qualifiziert, ja. oder? Ja. Wir haben ja auch mit lila gestartet. Ja. Und dann war es gelb-gelb jetzt bei mir. Manche haben jetzt weiß irgendwie noch mit reingebracht. Frag mich nicht wie, aber haben sie halt. Wir
So, mein ERS habe ich auf Überholen geschaltet. Ich gerade auf Hot Lap. Bitte gib mir einfach DRS, Scheißspiel. Gibst du mir DRS? Ja, er gibt mir DRS. Yes, 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 yes. Zack. Okay, also eigentlich ist mein Auftrag nochmal nach ganz vorne zu kommen. Oh, meiner auch. Ich würde auch gern mal am Treppchen stehen. Hamilton nur auf Platz 6. Ich bin 5. Ist. Yes. Ah, so ein doofer eigener Fehler jetzt ausnahmsweise auch mal, ne? Ja, tatsächlich. Van Dorn auf Platz 4, Alter. What the fuck ist hier los? Der hält mich Junge, auf. Die halten hier alle auf. Van Dorn hält alle auf. Ich kann ihn nicht überholen in der Schneckenkurve, das ist zu schwierig, finde ich. Hamilton will mich wieder töten. Das ist nicht gut. Er ist wieder direkt Fahrer vor mir. Ja, ich hab's gesehen. Sorry. Wieder einen kleinen Fehler gemacht. Wenn ich irgendwas anders noch nebenbei drücken muss und ich schwitze so hart, ich rutsch vom Lenkrad ab, yo, und ich rutsch von der Strecke ab. Ja. Fuck. Ich bin raus. Nee, okay. Aber ich schaff keinen Platz mehr. Ich muss an die Box. Ah, Mist. Was, soll ich auch auf Lila wechseln? Ja, für 8 Runden schon, ne? Ja. Würde ich schon sagen. Muss an die Box und dann bin ich safe irgendwie. Ja, ganz weit hinten halt einfach. Komm, in den letzten Runden holst du noch was auf, Punkte. Das glaube ich nicht. Ich bin jetzt 10. Und ich muss an die Boxen. So weit sind die anderen nicht entfernt. Du musst weiter vorkommen, anders kann ich es nicht sagen. Junge, was? 4 Sekunden schneller als die bisherige schnellste. Was? Ja, echt? Die bisherige war ja meine. 1,41. Du warst gerade 1,37. Alter, da war ich schnell. Boah, da muss ich jetzt aber gut. Also, ich habe auch gut Stoff gegeben. Und da waren sogar die ganzen Überholmanöver mit drin. Bottas ist auf 13. Also ich habe dich ja in derselben Runde auch überholt und so. Komm, bitte nicht als Letzter raus. Komm, gib doch Gas, Mann. Ich muss den Frontflügel. Ja, ich bin Letzter. Ich schaff das nie im Leben. Oh, Mann, ey. Das lief doch so gut, ey. Das ist unglaublich. Ey, das wird nix. Ein Bullshit, Alter. Alternative Strategie, ich will nicht an die Box. Wollen, dass ich nächste Runde nochmal mir lila Reifen hole, sind die behindert. Ich hole mir nicht nochmal lila Reifen, ich gehe nicht nochmal an die Box. Die wollen, dass ich unbedingt nochmal an die Box gehe. Also ich lege jetzt nochmal alles rein, was ich kann. Aber das wird nicht für Punkte reichen. Auch wenn ich lila Reifen. Ich hätte, glaube ich, auf Rot wechseln sollen. Auch wenn ich mit lila jetzt mal richtig gut fahren könnte, theoretisch. Das ist. Ich bin viel zu weit hinten. Ich müsste mehr als 8 Plätze aufholen. 11 Sekunden ist der Führende vor mir. Du bist Zweiter? Nein. Ich bin Dritter. Sainz ist noch vor mir und wahrscheinlich ist Raikön auf Platz 1 und der ist 11 Sekunden vor mir. Wenn ich den noch, wo meine lila Reifen gut sind, überhole und dann mit meinen schlechten lila Reifen den Platz verteidige, dann würde ich sagen, kann ich es machen, aber da muss ich jetzt echt schnell rankommen. Junge, hier ist Hartley, Alter, den überhole ich jetzt zum dritten Mal. Also überrunden. Ey, dass Sainz immer noch auf Platz 2 ist, ist eigentlich ein Verbrechen. Ja, ist es auch. Du kannst nichts machen. Was machen Hamilton, Bottas, Vettel? Wo sind die? Junge. Bottas ist relativ weit hinten.
Ja, Vettel ist ja noch weiter hinten, glaube ich. Nee. Als Bottas. Vettel war, glaube ich, ist jetzt auf 9 oder so und Bottas ist, glaube ich, auf 12. Sag ich dir gleich, wenn ich vielleicht hinkomme. Ich habe gerade in der Schneckenkurve Ultra überholt. Das war richtig cool. Fahrer vor mir. 9 Sekunden. Wie du jetzt mit der Box sprechen kannst, wow. Ja. Bin ja so impressed. Schönes Überholmanöver und er rammt mich, ja. Hm. Apropos schön. Ja, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Ich gehe nicht an die Box. Hat er mir auch gesagt, aber ich war ja gerade eben. Ja. Oh Mann, das ist doch immer so ärgerlich. Warum, Alter? Ich muss die Batterie aufladen. Komm. Ich habe ja noch ein paar Runden, aber es ist so unmöglich eigentlich. Oh, der Shit, Mann, ey, das kann nicht sein. Komm, Batterie. Was für alternative Strategie, Alter? Piss dich. Aktuelle behalten. Blödel, Alter. Die aktuelle ist, dass ich nochmal an die Box gehe und auf lila. Und die neue ist, dass ich nochmal an die Box gehe und auf weiß wechsle. Lol. Ja. Am Dienen für einen Auftrag. Aber beides mache ich halt natürlich nicht. Aber wer will denn jetzt auf weiß wechseln? Richtig schlau. Ja. Natürlich. Junge, du fährst so krasse Runden, ne? Wieso bist du nicht Erster? Okay, du bist gleich Erster, aber... Naja, ja, du hast noch 5 Runden. Oder 4. 5? Ja. Wenn ich mich nicht wieder rausdrehe, kann ich es schaffen. Aber Lila echt schnell. Ja, das sehe ich genauso. Wie schnell fährst du mit Lila? 1,39. Aber ist halt trotzdem viel besser als... Ich verstehe es nicht. Magnussen fährt schneller auf der Geraden als ich. Warum? Und ich habe auf Hotlap. Der Red Bull ist auf der Geraden nicht so geil, aber eigentlich dürfte Magnussens Auto auch nicht krass sein. Ah, ich verstehe es nicht. Okay, Bottas ist auf 11 und Vettel auf 9. Also fast wie ich gesagt hätte. Krass, dadurch kann ich ja Bottas jetzt wirklich überholen. Ich dachte, er würde. Crazy. Vielleicht kann ich. So, übrigens, jetzt auf der Geraden hoffentlich, wahrscheinlich, eventuell Raikön. Oh. Was? Was hast du? Bin Kopf an Kopf mit ihm durch die Kurve gefahren. Ist nicht geil. Bin an ihm vorbei. Ich gebe auch richtig Gas. Ey, vielleicht kriege ich tatsächlich noch Punkte, ich weiß es nicht. Bitte. Ich will nur am Bottas ran noch. Dann oh Gott, 40% habe ich schon auf einem Reifen. Das ist natürlich. Das wird lustig, aber ich habe es geschafft, ihn zu überholen. Also. Jetzt mit den Reifen vorsichtig und verteidigen. Ich muss ja gar nicht hohes Abstand rausfahren, einfach nur verteidigen. Was schreit der mich an, dass ihr in die Box soll? Fickt euch alle, Alter. 20% auf den lila Reifen, was wollt ihr? Sie auf weiß wechseln oder was? Safety first. Ich habe hier noch eine ganz, ganz kleine Chance auf Punkte. Minimal. Und das will ich doch probieren. Nicht irgend so eine Scheiße hier machen, Alter. Fahr da vor mir. Fahr da vor mir.
Danke. Okay, sagt mir, wir vermuten, dass ich an Grip verlieren könnte demnächst. Bottas hat aber auch weiße Reifen, sehe ich, hat er mir auch gerade gesagt. Also ich habe lila, komm, ich müsste den noch kriegen, Alter. Dann hat er auf jeden Fall recht wenig Chancen auf Punkte, wenn ich ihn krieg. Junge, das wird mit meinen Reifen so close, das sage ich dir aber. Komm, auf Fett und auf Hotlip nochmal. Das muss es doch jetzt werden, komm. Das ist halt ein Mercedes und er zieht wie die Sauna. Vor mir in Nähe, sag ich mal, Bottas. Irgendein Grosjean, glaube ich, ist das. Und ja, ich glaube Vettel müsste das sein. Ey, wenn ich die noch in irgendeiner Runde krieg, dann hätte ich Punkte zum ersten Mal. Wenn nicht, wäre es ultra ärgerlich, weil es ultra knapp ist. Leute, drückt mir bitte die Daumen. Genau, also das ist richtig wichtig hier. Fahrer hinter mir. Das ist richtig wichtig hier. Komm, Bottas. Okay, Bottas habe ich. Elfter. Das ist so gefährlich jetzt. Es sind nicht mehr viel. Es sind noch zwei Runden. Ach, das ist doch so ein Prank. Ich werde schon angefangen, ein bisschen vorsichtiger zu fahren. Ich darf überhaupt nicht vorsichtig fahren. Und das ist ja das Gefährliche daran. Okay, ich habe keine Ahnung, wo Vettel ist. Das ist doch nicht Vettel hier vorne. Das ist dieser Leck. Leclerc. Hab ich doch gesagt. Hotlap, komm, Leclerc. Ja. Okay, Vettel ist jetzt vor mir. Vettel ist 8., ich bin 9. jetzt. Nice. Also ich werde so weit in den Punkten jetzt momentan. Aber Vettel ist, den kriege ich nie im Leben. Damit bekommen wir, wenn du die Platzierung immerhin hältst, bekommen wir mehr Punkte als Ferrari und Mercedes für die Konstrukteursmeisterschaft. Das ist gut, ich probiere es zu halten. Und ich würde insgesamt auf Platz 1 kommen. Das ist gut. Aber ich muss auch erstmal meinen ersten Platz hier halten. Also an Vettel komme ich keinesfalls ran. Ich könnte auch noch einen Reifenplatzer hier bekommen. Das wäre richtig crazy. Das hatten wir auch noch nie. Zehn Sekunden zum Platz vor mir. Das ist nie und nimmer möglich. Nee, das schaffst du nicht. Aber trotzdem gebe ich noch ein bisschen Gas. Klar, ein bisschen vorsichtiger als gerade eben, aber immer noch Gas, damit ich hier Abstand zu meinem Hintermann gewinne. Zu Leclerc. Naja, aber immerhin zwei Punkte dann erst. Ja, das ist echt gut. Also klar, das hätte deutlich besser laufen können. Hätte ich wenigstens in den ersten zwei Rennen auch so viele Punkte geholt, wäre ich jetzt ultra zufrieden. Aber, ja, ist halt so. Die müssten einen Crash bauen oder so, dann kriege ich sie noch. Die fahren jetzt in die Kurve rein und ich fahre auch gleich rein. Also ich sehe sie nur auf der Karte leider und nicht so. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir. Ey, das krieg ich nicht hin. Er hat auch weiße Reifen, alte weiße. Hat er gerade gesagt, aber. Krass, ich könnte jetzt nochmal in die Box fahren und werde Zweiter. Ja, aber das wäre kein guter Plan, glaube ich.
Außer die Reifen platzen, dann wäre es vielleicht doch besser. Nee, ist ja letzte Runde. Komm, das wird richtig knapp nochmal. Es ist nur Van Dorn jetzt vor mir. Der fährt nicht so krass. Wow. Wow. Nein, bitte nicht. Jetzt nicht den ersten Platz. Okay, ich habe den ersten Platz weggeworfen. Der zweite. Oh nee, ey. In der vorletzten Kurve habe ich mich gedreht. Okay, dann ist Ferrari doch vor uns, ne? Ja. Boah, wie knapp das bei mir noch ist. Scheiße. In der vorletzten Kurve habe ich mich gedreht. Meinst du, ich kriege noch? Nee, ne? Kacke. Wen war da? Ich muss mal durchschalten. Oh, wie knapp, ey. Nee, auch nicht, aber knapp. Bin trotzdem stolz auf meine Punkte. Das ist echt gut gewesen. Ha, endlich mal Punkte, Leute. Da kommen noch mehr. Mist! Immerhin Neunter. Oh. So knapp. Ey, das war so anstrengend. Ich kleb halt am so. Stuhl, ich schwitz. Es ist unglaublich. Komplett. Es draußen regnet und ich verreck hier. Ich weiß leider nicht, was bei dir passiert ist, aber ich guck mir das auf jeden Fall an. Schade natürlich, so wie ich das höre. Aber ja, du musst bedenken, F1 2018, hier ist ein Renault auf Platz 3. Das ist, ja. Also, wenn wir beide relativ okay, gut fahren, ist da auf jeden Fall viel möglich. Ja. Das war jetzt das erste Rennen, wo ich nicht rausgeflogen bin. Das war jetzt das erste Rennen, wo ich so langsam ein bisschen besser geworden bin. Klar, das muss noch viel kommen. Aber ja, das kriegen wir schon hin. Ich bin jetzt erstmal ein bisschen was. Aber in der Rangliste bin ich wieder auf Platz 1. Bin jetzt erstmal ein bisschen im Urlaub. Aber ich werde dann auf jeden Fall gucken, dass ich ein bisschen trainiere, vielleicht irgendwie. Und ich bin nicht mehr Letzter, ich bin Platz 16 jetzt in der Rangliste. In Platz 1. Konstrukteur sind wir 4. Ganz knapp, aber nur. Immer noch. Oh. Aber wir haben. Force India ist sogar vor uns. Wir haben guten Abstand trotzdem zu Renault. Und zu Force India sind es nur 3 Punkte. Also, es ist alles machbar, es ist alles möglich. Wie gesagt, mal gucken, wie wir dann, ja, in ungefähr 1,5 Wochen weiterfahren. Das wird crazy. Definitiv. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Wertung da. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.